Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dragon Quest Builders. Mir ist nicht, dass mir jetzt das Wort nicht, der Name nicht eingefallen ist, aber ich habe eben gerade auch noch ein bisschen Little Dragon Café aufgenommen und es hat beides mit Drachen zu tun. So. Alles da, alles dran, alles tutti. Okay. Du hast dein neues Gottesgewächs geschaffen und Grünfeld von den Kindern Hagons gerettet. Aber gibt es da nicht etwas, das du vergisst, Maika? Der einzige Grund, aus dem Malrot und du hergekommen seid, war es, Leute für eure Insel zu finden, um sie in ein Paradies für Pflanzenliebhaber zu verwandeln, stimmt's? Aha, stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Lulu würde uns einen scheuern, wenn wir mit leeren Händen zurückkehren. Es scheint, als ob ziemlich viele Leute vom Grünfeldbauernhof euch gerne begleiten würden. Wenn ich ihr wäre, würde ich mit allen Leuten sprechen, um herauszufinden, wer einen Ausflug auf das Island des Erwachens machen möchte. Okay. Hey Leute, diese ekligen, gescheiten Gebonzen haben wir aber so richtig zerlegt. Und hast du gesehen, wie cool das Gottesgewächs geworden ist? Also, ich habe gehört, dass du wieder von hier verschwinden willst. Du baust hier echt einen ganz krassen Kram hin und willst dann dich einfach verkrümeln? Das wird hier echt total öde. Ach, öde ohne dich. Ich kann heute nicht mehr vorlesen. Kann ich nicht einfach mit dir zusammen auf die Insel kommen? Ja, komm mit. Yeah, danke, Kollegin. Das wirst du echt ehrlich nicht bereuen. Malrat hat mir alles über diesen haarigen Einsiedlertypen erzählt. Kann kaum erwarten, ihn endlich mal zu treffen. Du musst mir den echt vorstellen, wenn wir da sind. Ausgezeichnete Arbeit, liebe Maika. Die ganze Insel ist in ein wunderschönes Grün getaucht. Und das haben wir alles dir zu verdanken. Als wir uns getroffen haben, habe ich dich als Ketzerin beschimpft und ich schäme mich wirklich dafür. Du hast dich als Erretterin von Grünfeld entpuppt. Ich habe gehört, dass du auf deine eigene Insel zurückkehrst und ich würde dich liebend gern begleiten. Aber jemand muss hier bleiben und sich um den wunderbaren Bauernhof kümmern, den du gebaut hast. Und ich habe mich entschlossen, genau das als Erbauer dieser Insel zu tun. Vielleicht werde ich dir eines Tages einen Brief schreiben, wenn die viele Arbeit hier es zulässt. Also vergiss mich nicht, Maika, und komm wieder. Lass mich dir erneut für die wichtige Rolle danken, die du darin gespielt hast, Licht und Leben zurück nach Grünfeld zu bringen. Danke und auf Nimmerwiedersehen. Wow, wäre natürlich nur ein Spaß. Das ist kein Abschied. Wir kehren zusammen zu deiner Insel zurück, stimmt's? Von mir aus. Du würdest mich doch hier wohl nicht ernsthaft zurücklassen wollen, Maika. Ich bin dir wie ein Vater, ein Bruder und eine Mutter gewesen. Das wäre dreifach tragisch. Nur um sicher zu gehen, lass mich dich ganz unverblümt fragen. Du nimmst mich mit auf deine Insel, nicht wahr? Ja. Wow, natürlich, Mädchen, natürlich. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt gefragt habe. Ich kann es gar nicht erwarten, mich auf deiner Insel niederzulassen. Und ich freue mich darauf, mit dem Bauen zu beginnen. Ich kann kaum stillstehen. Boah. Und wenn du mir eine Art bürgermeisterliche Rolle übertragen könntest, dann wäre das sogar noch viel besser. Übertreib's nicht, mein Freund. Spürst du diese wunderbare Brise, Maika? Sie ist so kühl und sanft und fühlt sich einfach herrlich an. Und das ist dir zu verdanken. Bevor wir das Gottesgewächs gebaut haben, hat sich der Wind überhaupt nicht schön angefühlt. Der Übelwind hat gestunken und war richtig widerlich. Maika, weißt du noch, worüber wir letztens gesprochen haben? Ich hatte erwähnt, dass ich dich sehr gern auf deine Insel begleiten würde. Daran hat sich nichts geändert. Wenn es dir also nichts ausmacht, würdest du bitte mich mitnehmen? Ah, natürlich. Hervorragend, dann wäre das auch geklärt. Ich werde unter deinen Fittichen alles über das Bauen lernen, was es zu lernen gibt. Immerhin wird jemand die nächste Generation an Grünfeldbauern ausbilden müssen. Es ist also nicht nur, weil ich Abschiede hasse, ehrlich. Nochmals vielen Dank, Maika. Du hast unsere Heimat nicht nur Leben, sondern auch Frieden geschenkt. Stimmt es, dass du bald mit Malrot auf deine eigene Insel zurückkehrst? Ich würde dich sehr gern begleiten, aber es gibt hier einfach noch viel zu tun für mich. Vor langer Zeit wurde mir mit der reichen Weizenernte von Grünfeld ein Brot gebacken, das weltweit berühmt war. Deshalb habe ich entschieden, meine eigene Bäckerei zu eröffnen. Aber ich werde dir schreiben, sobald ich kann. Oh, und pass auf meine liebe Schwester auf, ja, Maika? Ach, die weiß schon, dass wir da mit ihr gehen.
Oh, ja, Maika, du hast meine Träume wirklich wahr gemacht. Jawohl, die ganze Insel ist jetzt so weit, dass das Auge reicht mit wunderschöner Vegetation bedeckt. Und wenn sich rumspricht, dass ich dir dabei geholfen habe, dann werde ich berühmt. Ich werde der Superstar unter den Schlängeln sein. Yo. Ich kann dir gar nicht genug danken. Aber ich kann wenigstens versuchen. Du suchst dich nach Leuten um, die auf deinem Island des Erwachens Pflanzen anbauen sollen, nicht wahr? Darum bist du hier, was? Tja, wie wäre es, wenn ich mitkomme und dir aushelfe? Was meinst du? Oh ja, komm mit. Oh ja, mein Gott, danke. Ich kann es kaum erwarten, deine ganze Insel mit hübschem grünem Gras zu bedecken. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist, meine Hübsche. Dann wuse ich sofort los. Okay, noch zwei. Hallo, Maika. Danke, dass du geholfen hast, wieder Leben auf die Insel zu bringen. Greenfield schaut jetzt wieder richtig fein aus. Und ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Ganz nebenbei, ist es wahr, was ich höre? Dass ihr beide bald auf eure eigene Insel zurückkehrt? Ich will mich noch nicht verabschieden müssen. Ich will mehr Sachen mit euch bauen und alle Tricks dieses bahnigen Handwerks lernen. Ich kann euch natürlich nicht davon abhalten, Greenfield zu verlassen. Aber wie wäre es denn, wenn ich mitkomme und euch dabei helfe, Sachen auf eurer Insel zu bauen? Komm mit. Jo, du, ich und Malrod werden bahnig guten Team abgeben. Die werden uns das Greenfelder Gärtner-Trio nennen. Nein, werden sie nicht. Wenn sie das tun, bekommen sie nämlich nichts mit mir zu tun. Ih, waren die so gemeint? Das ist gerade die Begeisterung mit mir durchgegangen. Tu mir nicht weh. Ah, keine Sorge, Pierre. Ich tue dir nicht weh. Immerhin brauchen wir Leute wie dich, die ganze Arbeit machen. Kein Problem. Wenn irgendwas erledigt werden muss, bin ich euer Mann. Das ist meine Art der Wiedergutmachung für die ganze harte Arbeit, die ihr beide hier erledigt habt. Wo wir gerade davon sprechen, Maika. Du bist hier jederzeit willkommen. Hilf einfach wieder auf dasselbe Schiff, mit dem du hier hergesegelt bist. Und dann wirst du hier mit offenen Armen empfangen. Also mache ich lieber nicht allzu viel kaputt, nur um hier Material mitnehmen zu können. Du hast hier im Bauernhof also alles so hübsch gemacht. Das wäre schade, alles wieder klein zu hauen. In Wahrheit habe ich mir schon gedacht, dass du Materialien brauchen würdest, um sie mitzunehmen. Also habe ich sie genau dafür aufgespart. Wenn wir ankommen, zeige ich dir alles, was ich habe. Du kommst auch mit. Schniff, schniff. Was ist denn mit ihr los? Sie sieht so traurig aus. Gehen wir lieber weiter, Maika. Diese Welpenaugen drücken mir echt auf die Stimmung. Ich will sie mitnehmen. Hast du mit allen gesprochen, Maika? Ich weiß, Abschiede können hart sein, aber so... Also ist das nun mal mit neuen Freunden. Irgendwann geht man getrennte Wege. Das darf dich aber nicht davon abhalten, voranzukommen. Ich würde dich auch ganz gern begleiten, aber das kann ich nicht. Ich muss hier in Grünfeld bleiben und auf dem Bauernhaus aushelfen. Was? Aber ich dachte... Spaß, war nur ein Spaß. Tut mir leid, ich weiß, es ist nicht ganz besonders lustig, aber Pastor Öl hat mir diesen Scherz beigebracht und ich wollte ihn immer mal ausprobieren. Natürlich komme ich mit. Grünfeld befindet sich jetzt unter der Obhut des Gottesgewächses und die Kinder Hagons werden hier keinen Ärger mehr machen. Die Insel ist wieder ein Paradies für Pflanzenliebhaber. Deshalb will ich jetzt mit auf deine Insel kommen. Ich würde gern weiterbauen, größere und bessere Dinge. Wir werden das Island des Erwachens ebenfalls in ein Paradies für Pflanzenliebhaber verwandeln. Abgeschlossen. Tja, wir konnten uns verabschieden und alle sind bereit zum Aufbruch. Aber wir müssen immer noch warten, bis Braunbart zurückkehrt. Der Typ ist echt ein hoffnungsloser Fall. Er sagt, dass er unser persönlicher Fährmann ist, aber er segelt weg, sobald wir ankommen. Wo ist er überhaupt hin? Maika, Maika! Was denn? An den Docks hat ein Schiff angelegt, das von einem merkwürdigen Kerl mit Turban gesteuert wird. Er sagt, dass er gekommen ist, um euch abzuholen. Oh, das muss euer berühmter Fährmann sein, Maika. Er kommt genau pünktlich. Los, Leute, gehen wir runter zu den Docks. Ja, nein. Alter. Nein, das wollte ich nicht. Hier ist alles voll. Ich brauche eine leere Kiste, verdammt. Ich muss jetzt erstmal alles rauspacken. Nee, Quatsch. Also wenn wir es schon machen, dann machen wir es jetzt aber richtig, ne?
So, was nur... Ach, ich wollte das nicht, ich wollte das. Genau. So. Was nehmen wir hier mit? Den Pflanzentisch nehmen wir mit. Naja, die klassischen Säulen hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Die Zäune hier nehmen wir mit. Treppen nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die Säcke nehmen wir mit. Das Lagerfeuer nehmen wir mit. Das ist sehr wichtig. Genauso wie die Fackeln. Brauchen wir ja das Keller. Ich meine, das andere kann man alles nicht herstellen. Die Seile nehmen wir. Achso, ich habe gerade keinen Platz. Obwohl, warte mal, man konnte doch das irgendwie. Nee. Ich wusste, man kann das doch irgendwie. Muss ich dafür aus dem Raum gehen? Hm. Aber so geht das nicht, ne? Nein. Das muss schon so sein, okay. Gut, dann gucken wir mal, was hier... Alter, ich will doch nur an die verdammte Kiste. So, das kommt mit. Die kommt mit, die kommt mit, die kommt mit, die kommt mit. Die kommt mit. Das Holz kommt mit. Brauche ich um... Das Weichholz kommt mit. Blätter und Rinde, brauche ich das unbedingt? Ja, komm, wir nehmen das mit. Das kann ja nicht schaden. Oh, da war noch ein Samen. Die Samen nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, komm, nimm mal mit. Ich nehme mal auch mit. Nee, Quatsch. So, das lasse ich mal bei denen. Nein, nicht hinsetzen. Oh, euch nehme ich mit. Euch drei nehme ich mit. Das ist mir wichtig. Die Lampe lasse ich weg. Wir haben die nichts gebaut. Also die haben es nicht benutzt, sagen wir es mal so. So, dann gehen wir erstmal hier noch Essen stibitzen. Ich meine, die haben genug. Kramscheren lasse ich den hier. Ich meine, so viel wir... Oh, wie viel Weizen wir haben. Krass. Kramscheren nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit. Den Rest können die sicher kochen. Ich pack das jetzt erstmal alles hier rein. So, da wir eh regelmäßig essen müssen, kommt das erstmal raus. Wir werden das schon machen. So, dann gucken wir mal hier. Das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit, das, das, das. Die Holzwand kommt mit. Das kommt mit, das kommt mit. Er ist mir schon wieder voll. Wir nehmen so viele Materialien wie möglich mit. Das kommt natürlich mit. Die Blümchen kommen mit. Ich habe davon einfach zu wenig, dass sich das lohnt mitzunehmen. Sand brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Den Dielenboden brauchen wir. Hartholz. Nee. Ich hätte keine Lust drauf. Und da ist eh nichts drin. Okay.
den Seilstoffen haben wir doch gut was mitgenommen. Oder? Wir haben kaum Kürbissamen. Das ärgert mich. Zuckerrohr haben wir auch sehr wenig. Wo sind denn meine ganzen Saaten hin? Wie viel Tomatensaat habe ich? Das sind Heilpflanzen. Ich habe nicht mal Tomatensaat. Wir looten jetzt einfach mal ein bisschen hier. Da freuen die sich. Ich meine, die Hölzer können wir ja so noch herstellen. Aber ich will halt so ein bisschen... was von Algen haben. Hier war ja auch nochmal. Hier war, glaube ich, mein Kohl, ne? Ja. Ich klaue denen ja nicht alles. Den Großteil können sie ja behalten. Aber wir hatten zum Beispiel gar keine Kohlsaat. Hast du das gesehen? Und hier ist alles aufgebraucht. So, davon. Jetzt brauchen wir noch Kürbis und Zuckerrohr. Nicht schlecht sein. Ja. 36, ja komm, damit kann man. Ich will wenigstens nur eine kleine Grundlage schaffen, die werden wir schon rüber sind. Ah, das hat er nicht genommen. Wahrscheinlich mal darauf an, wie weit die schon sind. Krass. So. Ja, das passt einigermaßen. Ich bin zwar nicht ganz zufrieden, aber es passt einigermaßen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Rinde, ein bisschen was im Bauen haben wir. Das ist schon mal sehr gut. Dann lass uns mal auf zum Dock. Ach, warum renne ich überhaupt? Okay. Guckt euch das an. Die ganze Insel haben wir erkundet. Und zu den Docks. Ein bisschen gelootet muss halt auch sein, ne? Ahoi, Maika, ahoi, Mayroth. Ich wollte mich gerade schon auf die Suche nach euch machen. Und wer sind denn diese Landratten, die ihr hier dabei habt? Sind das die Leute, die du für deine Insel eingetütet hast? Ja, das sind wir. Danke, dass du uns mitnimmst, Captain. Aha, Maika, meine liebe Kameradin, du hast... Da hast du aber eine feine Mannschaft aufgetrieben. Lulu wird uns gehörig aufs Deck steigen, wenn wir nicht bald zurückkehren. Also, alle Mann an Bord. Uffe. Oh, ich will den Hund mitnehmen. Maika, Mayroth, Rosi, verlasst ihr uns etwa schon? Wir wollen euch noch verabschieden. Was, die komischen Bauern? Doch, die Bauern sind auch dabei. Ich weiß, dass ihr... Ach, ich weiß, dass ich das alles schon gesagt habe, Maika. Aber nochmals vielen Dank für all das, was du für uns getan hast. Ab jetzt können wir alles hier auf der Insel selbst erledigen. Wir werden weiter mit vollem Kraft bauen und haben das Ziel eines Tages sogar... die legendäre Maika zu übertreffen. Oh, Pippi. Oh, und Lilly, mach immer das, was Maika und Mayroth dir sagen. Erwarte nicht von ihnen, dir alles hinterherzutragen.
Was soll das denn bitte heißen, Schwester? Ich werde mich um sie kümmern. Wow, los, Maika, stechen wir in See. Wir können es kaum erwarten, deine Insel zu sehen. Macht's gut, Leute. Ihr müsst uns alle irgendwann einmal besuchen kommen. Passt auf euch auf. Alle an Bord, damit wir losschippern können. Zeit, Segel zu setzen. Ich finde meine Insel sehr hübsch geworden, mein Bauern. Ich bin sehr stolz drauf. Mein Rot sitzt mal wieder ganz vorne am Heck. Oder am Bug. Ah, wie schön. Die ersten Leute sind da. Und so finden die Abenteuer von Maika auf Grünfeld ein Ende. Sie und Mayrod segeln mit ihren neuen Freunden zurück zum Eiland des Erwachens, wo Lulu bereits sehnsüchtig auf ihre Rückkehr wartet. Naja, die hat bestimmt Hunger. Die hat bestimmt Hunger, da gehe ich jede Wette von ein. Lass uns lieber nach Grünfeld wieder zurück, da sah es irgendwie schöner aus. Maika nimmt ihren Kram aus der Aufbewahrungsbox. Maika! Mayrod! Willkommen zurück. Ich hatte schon Angst, dass ihr nie wiederkommt. Und? Habt ihr erreicht, was ihr erreichen wolltet? Habt ihr all die Pflanzen und Menschen gefunden, die wir brauchen, um in Lulutopia blühende Landschaften entstehen zu lassen? Dieser ordinäre Pöbel, den ihr da mitgeschleppt habt, ist doch nicht etwa unsere neue Bürgerschaft, oder? Hallo, du musst Lulu sein. Ich bin Rosi. Wir haben uns auf der Überfahrt von Grünfeld ja alles über dich erfahren. Und ja, wir sind hier, um zu helfen. Donnerlütchen, das ist also das berühmte Eiland des Erwachens, was? Bin froh, hier zu sein. Ich habe Grünfeld ja noch nie verlassen. Wie bist du denn ohne uns zurechtgekommen, Lulu? Dieser nervige Naschmuschel-Nepper hat doch keine Mätzchen gemacht, oder? Überhaupt nicht. Wir haben uns sogar prächtig verstanden. Das nette alte Kerlchen hat mir alles erzählt, was man über die Insel wissen sollte. Boah, du sprichst von dem berühmten, berüchtigten Einsiedler, nicht wahr? Du musst uns eiligst miteinander bekannt machen. Das Treffen der Anführer unserer Inseln duldet keine Verzögerung. Vielleicht solltest du dir erstmal den Bart bürsten. Du siehst aus wie ein Busch, den jemand rückwärts durch einen anderen Busch geschleift hat. Oh mein Gott. Oh, ich liebe die Sprüche. Ah, Maika, mir ist gerade was eingefallen. Das ich ganz in der Kajüte vergessen hatte. Bam! Das hier ist ein Briefkasten. Jetzt können dir deine Freunde auf Grünfeld Briefe mit der Meerschneckenpost schicken. Da kann der beste Winke einpacken. Oh, wie herrlich! So kann mir Safra alle Begebenheiten zu Hause detailliert mitteilen. Ich sag euch Bescheid, sobald ein Brief da ist. Aber abholen müsst ihr die Post selbst. Wenn ich zu weit von meinem Schiff weg bin, fährt ich ganz landkrank. Ja. Also dann, Maika, bring uns zum Tempel auf dem Berggipfel, wo der haarige Einsiedler haust. Wenn mich niemand anders vorstellt, mache ich das eben selbst. Ist ja in Ordnung. Entspann dich. Also. Das, was keiner braucht. Nee, Quatsch, so nicht. So. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Puku, oder? Ja, 42 ist schon mal ganz gut. Simples Schafzimmer. Was war das denn jetzt? Wenn ich so das kaputt gemacht hätte. Das geht nicht kaputt. Immer mehr nach, Leute. Bloß keine Scheu. Ey, da ist was. Krass, ich will da rein. Hallo, ich will da rein. Ist da jemand? Wie weit haben wir eigentlich unsere Insel hier schon mal erkundet? Also noch nie so viel. Ich sehe schon.
könnten wir auch mal machen, so von oben und dann überall mal so ein bisschen hinfließen. Aber das machen wir erst, wenn wir hier die Leute abgegeben haben. Ich will die nicht alle auf meiner Liste hier haben. Gott im Himmel, wir müssen irgendwann mal einen besseren Weg hier zu dem blöden Tempel finden. Was geht ab? Oho, da bist du ja wieder, Maika. Und du hast neue Freunde mitgebracht. Das ist ja fabelhaft. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Herr Einsiedler. Wir kommen vom fernen Grünfeld. Maika sagt, wir können hier leben. Also sind wir jetzt hier. Wir freuen uns darauf, ihr dabei zu helfen, hier ein richtiges Paradies entstehen zu lassen. Es ist sensationell, dich hier begrüßen zu dürfen, junge Dame. Willkommen auf dem Eiland des Erwachens. Also, Maika, solltest du nicht schnell ein paar Häuser für unsere neuen Nachbarn zusammenzimmern? Lass mal stecken, Alterchen. Ich bin gekommen, um selbst Zeug zu bauen, klar? Wir haben auf dem Boot darüber geredet und jetzt kann ich es kaum erwarten, loszulegen. Jo, so ist das. Wir waren ja ewig auf dem Schiff eingesperrt und jetzt sind wir endlich da. Wäre doch ein Jammer, wenn wir da gar nichts auf die Beine stellen könnten. Was? Seid ihr etwa alle Erbauer? Das ist ja der Wahnsinn. Oh, wie lange habe ich von diesem Tag geträumt, an dem etliche Erbauer den Boden dieser Insel betreten. Wo wir schon mal dabei sind. Der Boden hier ist ja eine Katastrophe. Da müssen wir mal beigehen, bevor es mit der Erbauerei losgeht. Eine großartige Idee, Wilfried. Sobald wir etwas schöne, gesunde Erde haben, können wir hier unser eigenes Gemüse anbauen. Ich weiß, was dafür perfekt wäre. Die grünen Gärten. Ihr müsst nur Richtung Nordosten gehen, bis ihr eine Steintafel findet. Also los. Am schnellsten gelangt man hin, wenn man von dieser Klippe springt, ja. Und dann benutzt du einfach deinen flautigen Mantel, um mit der Brise nach unten zu segeln. Was hätte ich das Wichtigste vergessen? Den wahren Grund, weshalb du hergekommen bist, um mich zu sehen. Du hast mir einige Mini-Medaillen gebracht, nicht wahr? Und du willst sie gegen einen Schatz tauschen. Wenn du eine nette Sammlung hast, komm einfach zu mir und drück X, um mit mir zu tauschen. Hoho, habt die Mini-Medaillen dein Interesse geweckt? Gut zu wissen, dass wir ein gemeinsames Hobby haben. Ich bin nämlich ein begeisterter Sammler von Mini-Medaillen. Ich tausche sie sogar gegen meine Schätze ein. Schnüff, schnüff. Wenn ich nicht falsch liege, ist das doch der unvergleichliche Duft von Mini-Medaillen. Mal sehen. Du hast also 10 Mini-Medaillen dabei. Wie ich sehe, die nehme ich doch gleich an mich, wenn ich darf. Sehr gut, du hast mir eine Mini-Medaille dafür eine Streberbrille. Prima, du hast mir 4 Mini-Medaillen. Dafür zeig ich dir, wie man Afinalos herstellt. Okay. Sehr schön. 4 Mini-Medaillen belebte Straße zu hören. Ein Lied. Sehr gut, du hast mir 10 eine Haarschleife. Bisher hast du mir 10 Mini-Medaillen gebracht. Ab 14 gebe ich dir die Anleitung für Gewänder von Mita. Wäre das nicht toll? Okay. Jaha! Ich habe was Neues gelernt. Nun, junger Baum, wie fühlt es sich an, zum ersten Mal Zubehör einzustecken? Wenn du es tragen möchtest, benutze einfach einen Friseurtisch, damit du dein Aussehen im Handumdrehen ändern kannst. Wenn du die nötige Anleitung hast, dann zögere nicht, einen zusammenzuzimmern. Wenn nicht, glaube ich, dass hier irgendwo in den grünen Gärten einen gesehen habe. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen hier rumgucken. Oh, guck dich aber. Das kann fies werden. Na gut. Dann gehen wir mal. Können ja so mal schon mal ein bisschen rumgucken, ob wir was finden. Also es ist sehr groß, ne? Es ist schon ziemlich riesig hier. Und bam! Machen die das andere auch? Okay. Die fliegen ein bisschen besser. Ist das die Steintafel, die der alte Weißbart meint? Hohoho, das ist sie in der Tat, Malrott, mein Junge. Diese Tafel hat der letzte Erbauer, der auf der Insel gelebt hat, errichtet. Ein mysteriöses, magisches Werk.
Sie reagiert auf die innersten Gedanken der Besitzerin der Insel. Wenn sie sich etwas vorstellt, gravitiert sie sich in den Stein selbst. Damit bist du gemeint, Michael. Du musst an die Bedürfnisse der Insel und ihrer Bewohner denken und an das, was du bauen musst, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Nachdem du deine Ziele festgelegt hast, ist es an der Steintafel, ihre Magie zu aktivieren. Alles in Stein zu meißeln, fortwörtlich. Mal sehen, was wir brauchen. Also das zappelige rosa Ding, sagt der Boden, wäre hier schlecht. Das hört sich nach was wichtig, Mann. Das sollte sich ändern. Und ich meine nicht, dass wir Gemüse anbauen oder Tiere züchten sollen oder solche praktischen Dinge. Was die Insel braucht, ist Natur. Du willst, dass wir Natur bauen? Durch Merkers Gedanken strömen Bilder von einem ländlichen Dorf zwischen einem sattgrünen Wald und einem Fluss, der in der Sonne glitzert. Lege einen Fluss an, pflanze eine Wiese und pflanze einen Wald. Du willst, dass ich einen Fluss, eine Wiese und einen Wald erschaffe? Also, an Ehrgeiz fehlt es dir nicht, mein Mädchen. Als ich gesagt habe, dass diese Insel Natur braucht, habe ich nicht erwartet, dass du sie erschaffst. Das ist ein etwas schwieriges Unterfangen, als eine Naschmuschel zu grillen. Unterfangen? Ich habe noch nie in Erwägung gezogen, eine Landschaft von Grund auf zu erschaffen. Aber jetzt, da du es erwähnst, glaube ich, dass du und Lulu wirklich die richtigen Riecher habt. Und wer könnte das besser auf die Reihe bekommen als wir, Erbauer? War noch nie so stolz darauf, dass Greenfeld meine Heimat ist. 100 pro... Ey, Maika, wie wär's, wenn du uns die neuen Hütten baust, die uns dein Einsiedlerkumpel versprochen hat, während wir uns hier um die Deko kümmern? Ein exzellenter Vorschlag. Was wäre besser, als alle das Werkzeug, das wir mitgebracht haben, seinen Zweck zu führen? Die Truhe ist randvoll mit dem besten Zeug, das Grünfeld zu bieten hat. Alles Nützliche, was noch. Meine Güte, deine neue Freunde können es wohl wirklich kaum erwarten, sich ins Zeug zu legen. Ist auf Grünfeld etwas passiert, von dem ich was wissen sollte? Nee, wir erzählen hier gar nichts. Nun, woran es auch liegen mag, ich glaube, ihre Leidenschaft fürs Bauen färbt auf mich ab. Vielleicht schließe ich mich sogar selbst den Bauarbeiten an. Möge das Bauen beginnen. Bam, 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 bam. Okay. Gut, ich beende hier aber den Part. Wir fangen hier dann im nächsten Part an. Und ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye, bye.